Christian Schönbächler, du hast jetzt hier referiert an dieser Medienkonferenz. Dein Statement hat mit uns ist relativ moderat, seit Jungbauern eher weniger kämpferisch als die Senioren. Ja, das ist richtig. Ja. Für viele Junge ist das Thema langsam ein bisschen leer gecatcht. Und auch wenn wir wissen, dass wir Alternativen haben, wir wissen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, die nächsten 30 Jahre Milch zu produzieren und nichts daran zu verdienen. Wir haben noch die Möglichkeit, etwas anderes zu machen. Und zu dem Preis, der aktuell gezahlt wird, bin ich ganz sicher, dass sehr viele Junge nicht mehr bereit sind, um Milch zu produzieren. Und darum, wir haben Alternativen. Die werden wir auch wahrnehmen. Alternativen? Andere landwirtschaftliche Produktion oder halt eine Anstellung auswärts. Was ist die grösste Chance? Es kommt sehr stark auf die Region, auf den Betrieb drauf an, man ist auf die persönlichen Präferenzen. Das ist eigentlich schwierig so zum beantworten. Man muss jeder selber wissen. Du selber produzierst noch Milch? Aktuell noch nicht. Ich würde in die Heumilchproduktion einsteigen. Okay, also bist du ein Einsteiger in die Milchproduktion? Aktuell tun wir noch Mastkalber produzieren. Ja. Und wir werden auf Heumilch. Weißt du, was für einen Milchpreis hast du bei der Heumilch? Um die 70 Euro. Ah, das ist gut. In dem Fall viel Glück. Danke vielmals.